Eigentlich liegen zwischen den Biebergemünder Ortsteilen Rossbach und Bieber nur 3 Kilometer. Eine Bundesstraße verbindet die Örtchen. Ja, aber diese Straße muss jetzt in den Sommerferien saniert werden, und zwar für 6 Wochen und zwar mit einer Vollsperrung. Und die Umleitungsstrecke dafür beträgt sage und schreibe 40 Kilometer. Über Bad Orb führt sie. Hessen Mobil sagt, es gibt keine Alternative dazu. Die Straße sei zu schmal, um sie nur halbseitig zu sperren. Und es gäbe auch keine Alternative zu den 40 Kilometern Umleitung. Eine Bürgerinitiative, die sich hier gegründet hat, die sieht das aber anders, hat im Vorfeld lange gegen diese Vollsperrung gekämpft und sagt, man hätte die Straße sehr wohl halbseitig sperren können, dafür sei sie nicht zu schmal. Oder man hätte wenigstens was für die Anwohner tun können, dass die eben nicht die 40 Kilometer in Kauf nehmen müssen, sondern dass die über andere kürzere Straßen fahren können. Ich habe mich mit Olaf Grabowski von der Bürgerinitiative getroffen und ihn gefragt, wie groß denn die Enttäuschung ist, dass trotz aller Bemühungen diese Vollsperrung nun doch gekommen ist. Ja, ganz schlecht, und wir fühlen uns von allen Seiten, behördlicher Seite, komplett im Stich gelassen. Ich will es mal krass ausführen, eine Ortschaft wird in Art Geiselhaft genommen. Wir müssen eine Umleitung fahren von gut 40 Kilometer, um von A nach B zu kommen. Und das kann es einfach in der heutigen Zeit nicht sein. Ich bin die Umleitungsstrecke auch selber mal abgefahren und ich muss schon sagen, es ist wirklich eine anstrengende Strecke. Teilweise ist die Straße kaputt, teilweise sind die Straßen sehr, sehr schmal. Es ist kurvig, es geht durch Wald und enge Dörfer. Es waren auch viele Lkw heute Morgen unterwegs, die konnte ich teilweise nicht überholen, weil es eben so unübersichtlich war, dann musste ich mit 30 km/h hinter denen herfahren. Also das 6 Wochen lang durchzuziehen, das stelle ich mir schon wirklich anstrengend vor.